Freunde, was macht ihr denn hier? Ha, 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 witzig. Peace, Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem super cringe Anfang. Ihr seht, ich bin wieder am Start in meinem Schreibtischstuhl, aber nein, heute kommt kein Shopping-Video. So nicht, meine Freunde, so nicht. Heute, wie ihr wahrscheinlich auch schon längst am Titel erkannt habt, geht es nämlich um ein paar Schuhe. Ich switch hier direkt einmal die Ansicht und ihr seht schon, um welche Schuhe es sich handelt. Nämlich die am meist gehypten Releases, die im nächsten Monat, also im Februar, rauskommen. Da haben wir auf jeden Fall ein paar coole Sachen, die auf uns zukommen, aber ich finde auch jetzt nichts super krasses. Ich stelle euch das einfach alles einmal vor, sagt mir meine Meinung, bewerte das. Ich will gar nicht viel schnacken, fangen wir direkt an. Und haben vorweg aber noch einmal ganz schnell. Alle Releases, die ich jetzt hier zeige, haben vermutlich Resale, also speichert die Bilder schon mal ein bisschen ab, falls ihr die kaufen wollt, um sie danach zu verkaufen für Profit. Lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall alle Paare. Wenn es dann genauer zum Release-Datum kommt, werden dann ja auch diverse Instagram-Seiten da Analysen und Predictions posten. Heißt, da werdet ihr genug Content bekommen, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die Bilder einspeichern. So, fangen wir jetzt aber direkt an mit dem Nike Air Jordan 1 im Colorway Varsity Red. Der ist eben sehr an den alten Modellen oder an dem OG-Modell, dem Red Toe, orientiert. Wie man sieht, natürlich mit dem Rotton, mit dem Schwarz und mit dem Weiß hier. Meiner Meinung nach ein Schuh, der okay ist. Also die Silhouette oder die 1er Jordan generell finde ich wirklich sehr cool, aber grundsätzlich den Schuh jetzt nicht so. Also es gibt schönere Colorways, wie ich finde, weshalb ich auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 ein Safe Cop wäre, jetzt auch nur irgendwie 5 Punkte geben würde. Machen wir weiter mit dem 1er Jordan und zwar dem Pine Green Colorway. Meiner Meinung nach ein wirklich sehr schöner Schuh, vor allem eben diesen Grünton finde ich sehr cool. Falls einige jetzt sagen so, der kommt mir noch bekannt vor, da gibt es eben auch schon andere Versionen von, die in den letzten Jahren irgendwie erschienen sind. Da gibt es zum Beispiel auch den, wo hier noch so ein bisschen weiß ist. Den finde ich tatsächlich deutlich cooler als den in komplett schwarz oder der eben jetzt hier mehr Schwarzanteil hat. Nichtsdestotrotz ein sehr schöner Schuh, wie ich finde. Dem würde ich 7 von 10 Punkten geben. Machen wir weiter mit noch einem Air Jordan 1. Das ist dann aber auch der letzte für diesen Monat. Da haben wir nämlich den Nike Air Jordan 1 UNC to Chicago, eben mit diesem UNC-Blau hier und hier mit dem Rot. Das Ganze kommt in Woman Sizings, also muss man da aufpassen beim Kauf und natürlich umrechnen. Aber den Schuh an sich finde ich auch nicht so schön. Also ich finde, da gibt es coolere, wie zum Beispiel den Nike Air Jordan 1 Fearless. Ich werde den einmal einblenden. Der ist so ähnlich, aber den finde ich 100-mal schöner, den finde ich deutlich, deutlich schöner. Auch hier viel zu viel Schwarzanteil, wie ich finde, ist ein Schuh, der mir persönlich nicht gefällt. Mir wird da jetzt auch nichts einfallen, wie ich die jetzt so cool kombinieren könnte oder so. Also wäre nicht so mein Fall. Dann machen wir weiter mit einem Schuh, der sehr gehypt ist, auch schon sehr lange angekündigt wurde oder wo es schon viel Trubel drum gab. Das ist der Nike Air Jordan 5X Off-White. Mir persönlich gefällt die 5er Silhouette vom Jordan nicht so, weshalb ich den Schuh auch generell nicht so feiere. Also ich finde dieses Design jetzt auch, das ist jetzt irgendwie nicht so kreativ und nicht so cool, weshalb das grundsätzlich einfach nichts hat und nichts für mich wäre. Vor allem wenn man bedenkt, dass der sehr schwer zu kriegen ist und da es eben auch ein Schuh ist, der in Kollaboration mit Off-White entsteht, auch wirklich wahrscheinlich sehr teuer sein wird. Im Resale, ein Schuh, der für mich auch nicht in Frage kommt und ich ihn auch einfach so nicht schön finde. Deshalb gebe ich hier 3 von 10 Punkten. Hier haben wir den Nike SB Dunk Low mit in der Kollaboration mit Strange Love, glaube ich, so heißt zumindest das Modell. Und man sieht hier, das finde ich sehr kreativ und sehr cool, hat man so Plüsch quasi. Also das ist alles so weich, fusselig, fällig. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Auf jeden Fall ein sehr innovativer und cooler Schuh. Der Colorway ist vielleicht eher auch für Mädchen, muss man natürlich bedenken. Aber grundsätzlich finde ich einen Schuh, den, wenn ich jetzt Sammler wäre und ordentlich Geld hätte, gerne für meine Sammlung gehabt hätte. Also auch die Dunk-Silhouette finde ich sehr schön.
So, dann muss ich allerdings ja einmal kurz raus, weil ich gerade nicht weiterspulen kann. Hier sehen wir auch schon den nächsten Dunk. Das ist der Nike SB Dunk Low X Travis Scott. Meiner Meinung nach ein Dunk, der jetzt nicht so schön ist. Also für die Dunk-Silhouette passt auch der Vibe. Ich finde, das hat so einen gewissen Pharma-Vibe mit diesen Textilien, dem Muster, was hier so verbaut ist und auch diesen Braunton. Und dann haben wir auch hier diese Schnürsenkel, die ich auch nicht so cool finde, dass die so aus so einem weißen Strickmaterial quasi sind, wie so ein Strick, irgendwie sieht das aus. Ja, meiner Meinung nach ein Schuh, der auch wieder ein bisschen zu overrated ist, ist halt eben eine Travis Scott Kollabo, weshalb der auch deswegen da sehr gehypt sein wird und natürlich auch sehr beliebt. Ja, für mich allerdings nicht. Also ich glaube, es kann durchaus coole Fits geben und es gibt auch, glaube ich, Menschen, die den echt geil rocken können und wo der echt geil kommt. So generell Beige-Töne haben schon was, aber für mich ist der nichts, weshalb ich da auch nur 4 von 10 Punkten gebe. Dann haben wir zu guter Letzt noch hier diese beiden Schuhe. Das sind eben die Nike Sakai Waffle. Einmal in dem Colorway Black Nylon und einmal in White Nylon. Ja, meiner Meinung nach der weiße viel schöner. Ich bin aber auch eher generell ein Fan von weißen Schuhen. Ich finde schwarze nicht so schön. Ich finde aber auch, es gab da ja schon Vorgängerversion, diese bunten OG-Modelle und aber eben auch diese weißen und schwarzen, ich glaube so Anthrazit irgendwie hatte der andere im Namen, die fand ich auch deutlich schöner, also die hier sind jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, boah, die haben was, die schocken doch. Ich finde auch, also dieses Leder und so ist jetzt nicht so cool. Generell den Waffle allerdings, also den Sakai Waffle, finde ich doch durchaus sehr schön Schuh. Also ist auf jeden Fall was Interessantes mit dieser Sohle. Ich habe auch sehr viele geile Fits damit gesehen. Aber ich finde die OG-Modelle deutlich besser als den hier. Auch die Schnürsenkel, finde ich, sind sehr interessant. Und jetzt auch irgendwie was, wo ich mir denke, wäre vielleicht nichts für mich. Naja, der weiße ist natürlich so ähnlich. Finde ich allerdings noch mal ein bisschen schöner. Also ja, beim schwarzen würde ich tatsächlich 3 von 10 Punkten geben. Also ich bin da auch ein bisschen kritisch, weil ja, man muss natürlich dann auch beachten, wenn ich jetzt 10 sagen würde, dann müsste ich ihn mir quasi auch kaufen. Und beim Weißen würde ich 5 von 10 Punkten geben. Und ihr seht, das war es dann eigentlich auch schon mit den ganzen Schuh-Releases für den Februar. Es kommen noch einige andere, es kommen noch verschiedene Yeezys raus und so weiter. Es kommt noch einiges durchaus raus, aber das war es eigentlich soweit mit den Schuhen, die jetzt so richtig gehypt sind oder die ich finde, die irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zumindest verdient haben. Und ja, das war es dann auch mit dem Video. Ich freue mich aufs nächste, ich bin gespannt, wie das so bei euch ankommt. Und ja, bis dann und haut rein.